Ohne den immensen Reichtum, den Papa aus seinen Holzgeschäften angesammelt hatte, wären die gräflichen Augen niemals auf mich gefallen. Mit dieser Heirat wollte er sich sanieren und seine Gläubiger beschwichtigen. Eines Morgens war das Zimmer voll von Menschen. Vaters Testament wurde geöffnet und verlesen. Unser kleiner Erik war zum Universalerben eingesetzt. Geben Sie mir Ihr Kind. Ich will es zu vornehmen Leuten bringen und für Sie sorgen, solange Sie wollen. Werden Sie nicht erschrecken, wenn sich die Übergabe des Kindes vor Ihren Augen unter merkwürdigen Vorgängen abspielt? Ihr Kind wird vom Grafen Sternenhöhe auf Schloss Sternenhöhe aufgezogen. Nach 20 Jahren sollen Sie sich auf Schloss Sternenhöhe einfinden und nach Ihrem erwachsenen Sohn fragen. Väterlicherseits bist du ein Sternenhöhe. Meine Mutter? Bürgerlich. Papa? Ich würde es gerne rückgängig. Ist sie tot? Für mich seit 20 Jahren. Und du hast nur das erste Jahr deines Lebens bei ihr verbracht. Bist du in diesem Bilderbuchschloss schon gewesen? Mit dir, Erik. Hallo. Hier hat die Geschichte angefangen, die ich dir so oft erzählt habe. Die Geschichte der ersten Wochen deines Lebens, unserer Flucht bei Nacht und Nebel, des Versuchs, dich zu rauben. Ja, eine romantische Sache. Lassen Sie vor mir die Maske fallen. Wer ist dieser Erik? Welcher? Meiner. Entgehen Sie mir aus Ihrem Browning eine Patrone in den Kopf. Ich bin zu feige dazu.